Wer wird die Miss Universe in der Frauenfigur Klasse 2? Die sind alle Frauen bis 1,63 Meter. Die Entscheidung, sie fällt jetzt. Zunächst die vier Grundansichten für die Symmetrie- und Harmonierunde. Es geht ja in dieser Klasse, in dieser Figurklasse weniger um Muskulosität als vielmehr um eine perfekte Figur mit einer starken femininen Ausstrahlung und nur leichten Muskelansätzen. Heike Kilp aus Deutschland stellt sich hier der Konkurrenz. Brigitte Crépieux aus Frankreich ist dabei, die sehr routiniert ist. Bei den Weltmeisterschaften auf Platz 2. Terry Roberts ist angereist aus Australien. Also auch hier zunächst die Möglichkeit für die Jury, die einzelnen Athletinnen direkt miteinander zu vergleichen. Die Pflichtposen, der Trizeps. Und so steigen wir gleich ein in Runde Nummer 2, sind beim Einzelposing. Brigitte Crépieux, sie hatte ich schon angesprochen als eine der Favoritinnen. Sie ist die französische Meisterin, war bereits zweite bei der Wahl zur Miss Universe, beim 11. Miss World Grand Prix in Essen auf Platz 3 und bei den Weltmeisterschaften auf Platz 2. Heike Kilp, die deutsche Meisterin, nimmt die Bühne in Anspruch bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart auf Rang 6 im vergangenen Jahr. Sie kocht leidenschaftlich gern und wer leidenschaftlich gern kocht, der isst auch sehr gern. Dazu malt und zeichnet sie, so wie es die Zeit zulässt. Ansonsten ist sie von Beruf Verwaltungsangestellte, insofern muss sie den Sport da nebenbei mit unter den Hut Beruf bekommen. Thomasine Catalano aus Frankreich, auch sie sahen wir schon des Öfteren hier bei Eurosport bei unseren Übertragungen der einzelnen Events der NABBA, der National Amateur Bodybuilding Association, mit dem Weltpräsidenten Klaus Hoffmann an der Spitze. Sie ist die Vize-Europameisterin von 96. Belegte Platz 6 beim 11. Miss World Grand Prix in Essen. Aus Spanien kommt Juani Martini Martinez. Sie ist die spanische Meisterin. Die jüngste im Feld der Finalistinnen mit 24 Jahren. Ihr Ausgleichssport ist Schwimmen, Tanzen, Aerobik. Juani Martini Martinez. Und auch hier gehört eine Australierin mit zum engen Favoritenkreis. Es ist Terry Roberts. 37 Jahre ist sie alt. Platz 5 bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Sie ist die Miss Australasien. Und auch mit vielen Hoffnungen angereist nach Birmingham, Terry Roberts. Und die Konkurrenz abschließen wird die Neuseeländerin Lisa Masson. Sie hat schon mehrere Figurtitel gewonnen in ihrem Land. Es ist für sie der erste internationale Wettbewerb. Lisa Masson aus Neuseeland.
Die Siegerehrung wird gleich folgen, nachdem es hier noch einmal zu einem direkten Vergleich kommt. Es sollte ein spannender Dreikampf werden zwischen Brigitte Crépieux, Juanim Martina Martinez und Lisa Messer. Brigitte Crépieux ließ sich feiern als Miss Universe.